Andate a venire in un altro posto. Geht weg von hier, geht in ein anderes Land, in eine andere Welt, so weit weg von Sizilien wie möglich. Denn hier wird sich nie etwas ändern. Hier wird der Tod immer gegenwärtig sein. Guten Abend. Zunächst zu dem Anschlag auf Richter Giovanni Falcone. Nach einer Pressemitteilung ist Giovanni Falcone im Krankenhaus von Palermo gestorben. Was ist genau passiert? '92 tötet die Mafia in Sizilien die beiden Richter Falcone und Borsellino. Ganz Italien verliert die Hoffnung und mir geht es nicht anders. Damals mit 18 fliehe ich aus Sizilien und schwöre mir, nie wieder zurückzukehren. Sizilien ist immer noch in der Gewalt von schemenhaften Gestalten, die sich selbst als Ehrenmänner bezeichnen. Ich, Rosaria Costa, fordere Gerechtigkeit für alle, die ihr Leben für den Staat geopfert haben. Die Mafia darf das heilige Gebot Gottes nicht mit Füßen treten. Questo popolo, popolo siciliano. Dieses Volk, das sizilianische Volk, das so sehr am Leben hängt, das das Leben liebt und Leben spendet, darf nicht länger unter der Gewalt einer lebensverneinenden Kultur, einer Kultur des Todes, leben. Ich sage den Verantwortlichen, kehrt um. Eines Tages ereilt euch die Strafe Gottes. Das ist mein Sohn, 40 Jahre alt. Sie haben mir mein Leben zerstört und mir meinen Sohn genommen. Bernardo Provenzano, das Phantom von Corleone, ist seit 40 Jahren auf der Flucht. Für seine Festnahme ist eine Belohnung von 2 Millionen Euro ausgesetzt. Doch wie kann es sein, dass jemand, nachdem Hunderte von Polizisten fahnden, so lange unentdeckt auf einer Insel lebt und immer noch oberster Boss der Cosa Nostra ist? Ich habe geglaubt, es gibt keine Mafia mehr. Niemand sprach mehr über sie. Doch es gibt sie noch. Und sie ist stärker denn je. Ich kehre zurück nach Sizilien. Ich will verstehen, was auf dieser rätselhaften Insel vor sich geht. Ich war seit der Ermordung Falcones und Borsellinos vor über 10 Jahren nicht mehr in Sizilien. Ich wende mich an die Männer der Mafia, denn es liegt mir am Herzen. Ändert eure Pläne, eure todbringenden Vorhaben und werdet Christen. Darum bitten wir im Namen des Herrn, der am Kreuze sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Rosaria war die Frau von Vito, einem Freund von mir. Er war ein Leibwächter von Falcone. Auch er wurde bei dem Anschlag auf Falcone getötet. Deshalb fordern wir euch auf, zum Wohl unserer Stadt Palermo.
in der ihr eine einzige Blutspur hinterlassen habt. Tragt auch ihr dazu bei, dass es wieder Frieden, Gerechtigkeit und Hoffnung gibt und Liebe unter allen Menschen, denn hier gibt es keine Liebe, gar nichts. Hinter all diesen Morden steckt ein Mann, Bernardo Provenzano, der seit 40 Jahren wegen Verbindungen zur Mafia gesucht wird und der wegen der Morde an den Richtern Falcone und Borsellino verurteilt wurde. Er gilt noch immer als oberster Boss der Cosa Nostra. Fest steht nur, dass Provenzano geboren wurde. Wie alle Phantome wurde er nachts geboren, in Corleone. Am 31. Januar 1933 um 4 Uhr morgens. In derselben Nacht übernahm Adolf Hitler in Berlin die Macht in Nazi-Deutschland. Ein Vorführung für eigene Arbeit, für eigenen Fleiß, eigenen Entschlossenheit, eigenen Kraft. Ich suche das Archiv für Schwerverbrechen. Da, wo die Strafakten aufbewahrt sind? Das ist im Keller. Alfano ist unten. Signor Alfano. Si. Ich hab's eilig. Sie müssen warten. Ich dürfte Sie das eigentlich gar nicht lesen lassen, aber ich zeige es Ihnen. Provenzano scheint tendenziell ein Einzelgänger und scheu zu sein, zugleich aber auch aggressiv, arrogant, rachsüchtig und starrsinnig. Eigentlich weiß niemand, wer er ist, aber lesen Sie selbst. Ende des von der Mafia angebotenen Waffenstillstands zwischen der Mafia und dem Staat. Provenzano und die anderen Bosse wollen neues Blut vergießen. Vertrauliche Akte, Geheimdienste. Wer ist dieser Mann? Wer kennt seine Geheimnisse? Roberto Scapinato, leitender Staatsanwalt, ist ein Experte in der Mafiabekämpfung. Dr. Scapinato, Sie verfolgen Provenzano schon seit Jahren. Wer ist er? Ein ehemaliger Landwirt, der ein fehlerhaftes Italienisch spricht. Und dem der Beiname der Traktor gegeben wurde, da er alles, was sich ihm in den Weg stellt, rücksichtslos niederwalzt. Dadurch wurde er zum Boss der Cosa Nostra. Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass Provenzano nicht nur ein Ungeheuer, sondern zugleich ein Teil dieser Gesellschaft ist. Guido Loforte, leitender Staatsanwalt von Palermo, arbeitete mit Richter Falcone zusammen. Auch er fahndet seit Jahren nach Provenzano. Ist Provenzano nur ein Phantom oder wirklich der Chef der Mafia? Er ist derzeit der Boss der Mafia und ein grausamer Mörder. Provenzano hat Morde selbst ausgeführt und andere in Auftrag gegeben. Seine Karriere als Mafioso verlief nach dem Schema vom Killer über den Geschäftsmann zum Strategen.
Wo versteckt er sich? Von wo aus erteilt er seine Anweisungen? Lieber Dufre, angesichts der sich täglich verschlechternden Situation unserer Männer im Gefängnis gibt es sowohl für uns, die wir nicht im Gefängnis sitzen, als auch für Sie gewisse Notwendigkeiten. Je länger diese Lage andauert, desto unerträglicher und unzumutbarer wird sie. Wir warten jetzt schon seit 2 Jahren auf eine Lösung. Aber die Politiker wollen sich auf keinen Dialog einlassen. Ehrlich gesagt, können wir nicht länger warten. Wir dürfen unsere Würde nicht verlieren. Vertrauliche Akte. Geheimdienst. In vertraulichen Quellen liest man, dass sich die Cosa Nostra nicht mehr länger an die seit 10 Jahren andauernde Waffenruhe halten will. Um sich gegen die staatlichen Maßnahmen wie harte und lebenslange Gefängnisstrafen zur Wehr zu setzen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Provenzano bald neue Anschläge planen wird. Auf führende italienische Politiker, auf Parlaments- und Regierungsmitglieder. Um wieder eine kriegsähnliche Situation herbeizuführen, wie in den 90er Jahren, als sie Bombenanschläge verübten. Wird es dem Boss der Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, gelingen, zuzuschlagen, bevor er von der Polizei verhaftet wird? Kommissar Giuseppe Linares, Codename der Jäger, hat in den letzten 10 Jahren mehr flüchtige Mafiosi verhaftet als jeder andere Ermittler. Provenzano kann wahrscheinlich, einmal ganz abgesehen von allen technischen, rechtlichen und ortsbedingten Schwierigkeiten, die die Ermittlungen begleiten, nicht gefasst werden, solange man nicht begreift, dass es mit seiner Verhaftung allein nicht getan ist. Die Verhaftung des Gesuchten muss immer mit der Beobachtung des Umfelds, in dem er agiert, einhergehen. Diese Arbeit ist niemals umsonst, denn man muss das Umfeld des Gesuchten zuerst ausräuchern, um ihn isolieren zu können. Es ist mitten in der Nacht. Wir sind im Hauptquartier von Kommissar Linares. Er lässt live filmen, was normalerweise geheim bleibt. Die Vorbereitung und Durchführung eines sehr heiklen Anti-Mafia-Einsatzes. Mit dem Ziel, so viele Helfer der Bosse wie möglich festzunehmen. Per cortesia date disposizioni, soprattutto ai comandanti, non vorrei vedere personale, soprattutto voglio accantonamento agli arrestati. Al termine dell'operazione, quando l'ispettore Gus avrà il quadro completo della situazione, vi scortiamo tutti insieme, tutti i vivaci coinvolti, al Pagliarelli e Ucciardone. Poi vi dirà lui in che sequenza e con quale combinazione. Domande generali ce ne sono? Sappiamo se hanno armi legalmente detenute in casa? Attenzione, lo vedo in centro. Vincenzo spara. Sì, pronto. A posto? Santo cammino. Va bene, avevo uno. Ok. Ma adesso un altro. Uno di queste due abbiamo anche. Comunque, alle 4:03 già. Meglio, già 3 è buono. Oh, dico cosa fa.
Sì, a posto, quindi. Va, va bene, ok. Va bene, perfetto. Ok, ok, ok. Alessio. Ciao, prima che vediamo a tutti. Enzo. Maurizio, come sei? A posto? Ok, ok. Maurizio, buongiorno. Novità? Ehi, Gaspar. A posto? Questo è importantissimo. Questo era quello che si era scappottato. Ha messo la statua dei Padre Pio nel giardino. Sì, che si era scappottato, veramente. Piazza Santista, piange la statua dei Padre Pio, piange. Un sacco di piange, no? Giacomo. Mm, ingrassia positivo, vabbè. Ingrassia positivo pure? Ah. Vabbè, mi raccomando. Abbiamo una media altissima, 4,27. Ah, stiamo andando avanti bene per ora. Ho capito. Problemi Davide. È stato avvisato che significa che se n'è andato? Negativo, quanto fa negativo? Andiamo a lungo. Positivo o negativo? Negativo. Che dice? Ok, ok. Va bene, aspetti che passo un attimo il dirigente. Niente, ha chiuso. Praticamente dice che questo qua ha dormito da un'altra parte, entrata di spugna. Ci vanno? Hanno inventato una scusa e dice che lui sta prendendo lì, è stato avvisato e sta andando a casa. Però fino a chi parla? Davide non c'è? Davide non c'è. È a casa della fidanzata. A casa della fidanzata. Può darsi. Ci sta provando questo. Dice convalazione. Potrebbe essere invece convalazione della zita. Ma io un po' va. Va bene. A sinistra. Ma alle 4 a casa la zita sta? Se ne ha, se ne ha 2000. Proviamo. Un po' schifo. Chiudete la porta? Dove state? Quanti anni ha preso? Tra detenuti e liberi manca solo una persona. Cioè sono in tutto quanti. 35. La seconda! Sì! Der Polizei ist es gelungen, der Mafia einen empfindlichen Schlag zu versetzen. Vincenzo Virga, der Boss von Trapani, wurde gefasst. Er ist die Nummer 3 der Cosa Nostra. Die Festnahme von Vincenzo Virga ist das Ergebnis einer dreijährigen Ermittlungsarbeit unter schwierigsten Umständen innerhalb der Strukturen der Mafia. Die Ermittlungen beginnen am 5. März 2002, als sich Manciardo entschließt, mit der Justiz zusammenzuarbeiten. Er berichtet uns, wie die Cosa Nostra arbeitet, um Stimmen für Kandidaten bei politischen Wahlen zu bekommen. Daraufhin werden umfassende Ermittlungen eingeleitet, mit denen wir uns auf gefährliches Terrain begeben. Das Gesetz sieht bei Verbrechen der Mafia 2 Jahre Ermittlungsarbeit vor. Das bedeutet, dass wir bis Ende 2004 Zeit haben. In dieser Zeit gelingt es uns, Beweise für die Glaubwürdigkeit der Person zu sammeln, die jetzt mit der Justiz zusammenarbeitet. Und wir beauftragen die Kriminalpolizei, Kommissar Linares und seine hervorragenden Männer, die Ermittlungen durchzuführen. Ich möchte mich bei allen bedanken und ich möchte den Dank der Staatsanwaltschaft an die Polizeieinheiten von Trapani und Marsala weitergeben. Man hat uns verschiedene Namen gegeben. Der letzte war die Gefährten, in Anlehnung an Der Herr der Ringe. Hoffen wir, dass es nirgendwo einen dunklen Herrscher gibt. Aber meine Männer sind keine Hobbits. Im Gegenteil, sie sind ziemlich groß. Ich denke, dass wir der Justiz
eindeutige Beweise geliefert haben, wie zum Beispiel die Aufzeichnungen von Gesprächen zwischen Mafia-Mitgliedern. Sie belegen, wie die Cosa Nostra Treffen abgehalten hat, bei denen der Versuch geplant wurde, das Wahlsystem zu unterlaufen. Etwa durch Stimmenkauf. Auch hier in Trapani findet ein Kampf statt, gegen unsichtbare Feinde. Und wir hoffen, dass sie nicht wieder damit anfangen, Bombenanschläge zu verüben, wie sie es bis vor ein paar Jahren getan haben. Dieser Kampf wird von Polizisten geführt, die ebenso unsichtbar sind. Eine Einheit darf nicht zu viele Mitglieder haben. Wie viele seid ihr? Die Anti-Mafia-Abteilung umfasst 25, 26 Einheiten und zwei Befehlshaber. Die Hälfte der Arbeit macht das Überwachen der Orte aus, wo sich die Verdächtigen aufhalten. Bei einer Ermittlung werden mindestens 40 Gespräche abgehört und es finden innerhalb von 2-3 Jahren 20 bis 30 Überprüfungen des Umfeldes statt. Ein verdeckter Ermittler bewegt sich am Rande der Erschöpfung. Er muss lernen, Stimmen, Töne und Bewegungen zu erkennen. Er muss den Charakter der Verdächtigen kennenlernen, muss quasi mit ihnen leben. Wo hält sich Provenzano versteckt? Dies ist der Teil Siziliens, in dem sich Bernardo Provenzano am besten verstecken kann. Er ist ein Meister der Täuschung. Er lässt es nicht zu, dass seine Mitarbeiter Informationen über ihn austauschen. Er hat sich ein Netz von 3-4 unbescholtenen Komplizen geschaffen. Er sieht praktisch niemanden, nicht einmal seine Familie, die in Corleone lebt. Innerhalb dieses Gebiets, das zwischen Palermo, Trapani und Agrigento liegt, gibt es sogenannte heiße Plätze, wo sich Bernardo Provenzano mit ziemlicher Sicherheit aufgehalten hat und zu denen er zurückkehren könnte. Wir haben dort Wanzen angebracht und im Moment hören meine Männer 24 Stunden am Tag mit, was sich dort abspielt. Provenzano hat niemals ein Handy besessen, noch jemals eins benutzt. Um zu kommunizieren, greift er auf ein altes System zurück, das System der sogenannten Pizzini. Das sind Zettel, auf die Informationen geschrieben werden. Die Zettel werden dann von Hand zu Hand weitergereicht, von Stadt zu Stadt über Meere und Ozeane. Das System ist langsam, aber wirksam, erfunden von einem echten Genie des Bösen. Corleone. 10.000 Einwohner und ein Phantom. Dort wächst Bernardo Provenzano auf. In den 40er Jahren ist das Leben auf Sizilien sehr hart. Sein Vater ist Landwirt. Und als Kind arbeitet Provenzano mit ihm auf den Feldern. Aber der junge Provenzano will nicht so leben wie sein Vater. Und deswegen begibt er sich in das Umfeld des Mafia-Bosses von Corleone, Luciano Ligio. Am 17. Dezember 1958 wird er von Ligio beauftragt, sich um einen Landwirt zu kümmern, der die Macht des Bosses nicht anerkennen will. Der junge Provenzano löst das Problem auf seine Weise. Über Provenzano weiß man genau Bescheid.
bis zu einem Abend im September 1963. In dieser Nacht kommt es in Corleone zu einer Schießerei. Provenzano tötet drei Männer und wird selbst am Kopf verletzt. Im Krankenhaus gibt er an, dass er von einer verirrten Kugel getroffen wurde. Die Ärzte glauben ihm, behandeln ihn und lassen ihn gehen. Von diesem Zeitpunkt an ist er verschwunden. Für immer. Niemand hat ihn mehr gesehen. Es gibt keine Fotos mehr von ihm. Niemand weiß, wie er jetzt aussieht. Wer untertaucht, hat kein schönes Leben. Er wird ständig verfolgt und muss sich immer wieder einen anderen Unterschlupf suchen. Er lebt vor allem in schrecklicher Angst, und zwar aus drei Gründen. Er hat Angst, verhaftet zu werden. Er hat Angst, verkauft zu werden. Und er hat Angst, verraten oder von einem rivalisierenden Clan gefunden zu werden. Einige Jahre später wird der Boss von Corleone, Luciano Ligio, unter ungeklärten Umständen festgenommen. Bis heute weiß niemand, wer hinter dieser Festnahme steckt. Jedenfalls werden der junge Bernardo Provenzano und seine Freunde Totorina und Calogero Bagarella die neuen Bosse des Corleone-Clans. Am 10. Dezember 1969 erklären die drei jungen Männer Provenzano, Rina und Bagarella den Clans von Palermo den Krieg. Kronzeuge Nino Calderone war dabei und berichtet von dem Blutbad. Drei Männer steigen aus einem Auto. Rina, Bagarella und Provenzano, alle drei bewaffnet. Bagarella brüllt, niemand rührt sich von der Stelle. Es ist kurz ruhig, dann wird geschossen. Eine Flucht ist zwecklos. Provenzano erschießt seine Feinde, einen nach dem anderen. Von einem wird er im Gesicht verletzt. Provenzano stürzt sich auf ihn und schießt. Doch die Kugel löst sich nicht. Provenzano schlägt ihm dann mit dem Pistolenknauf den Schädel ein. So wurde der erste Clan von Palermo ausgelöscht. Aber von den drei Bossen des Corleone-Clans bleiben nur zwei übrig, Bernardo Provenzano und Totorina. Sie verschaffen sich von da an immer mehr Macht. Aber wie ist es ihnen gelungen, zu den Anführern der Cosa Nostra zu werden, der größten kriminellen Organisation der westlichen Welt? Wer kann diese Frage beantworten? Wer kennt die Wahrheit? Es war schlichtweg ein Vernichtungsfeldzug. Es wurde nicht mit gleichen Waffen gekämpft. Es gab einen Clan, den Corleone-Clan, der beschlossen hatte, alle Gegner vom Erdboden verschwinden zu lassen. Provenzano und Rina haben nicht nur persönliche Feinde vernichtet, sondern alle, bei denen sie auch nur den geringsten Verdacht hegten, dass sie auf ihrem Weg zur Macht ein Hindernis darstellen könnten. Sie töteten unschuldige Verwandte, Freunde, Frauen und Kinder. Sie argumentierten erbarmungslos damit, dass auch ein Kind, wenn es erwachsen ist, seinen getöteten Vater rächen könnte. Un bambino, se cresce, potrebbe vendicare il padre ucciso. Es verging kein Tag in Palermo, an dem nicht eine mit Kugeln durchsiebte Leiche gefunden wurde. Man ließ die Opfer nicht verschwinden, wie es bei Mafiamorden oft der Fall war. Man ließ sie einfach liegen. Die Mafia wollte damit ihre neue Stärke demonstrieren. Der Corleone-Clan beginnt den Mafiakrieg. Sie rücken nach Palermo vor und töten Giuseppe Calderone, Toto Inzerillo und Leonardo Vitale. Dann bringen sie Pino Greco um. Bei dem Anschlag auf Viale Lazio töten sie Michele Cavataio und vier weitere Männer. Der gesamte Clan von Santa Maria di Gesù wird ausgelöscht. Sie töten Saro Riccobono und die Familien der Aussteiger. Schließlich bringen sie den Boss von Palermo, Stefano Bontade, um. Gaetano Badalamenti flieht nach Amerika. Da Tommaso Buscetta auch flieht und aussteigt, töten sie 28 seiner Verwandten.
Zu diesem Zeitpunkt ergreift Totorina die Macht in Palermo. Zu seinen Männern gehören jetzt Natale Bonafede, Andrea Mangiaracina, Benedetto Spera sowie Salvatore Lo Piccolo, Nino Giuffre und Matteo Messina Denaro. Totorina wird 1993 verhaftet. Das ist die Stunde von Bernardo Provenzano, der nach einem Mafiakrieg mit 5000 Toten die Macht ergreift. Die Festnahme von Rina 1993 bleibt genauso undurchsichtig wie die des alten Corleone-Bosses Luciano Ligio 30 Jahre zuvor. Wieder einmal weiß niemand, wer hinter dieser Festnahme steckt. Sicher ist nur, dass Provenzano als einziger an der Macht bleibt und nun Chef eines Heers von 5000 Ehrenmännern ist. Kennen Sie jemanden oder haben Sie von jemandem gehört, der in der Cosa Nostra war? In der kriminellen Vereinigung Cosa Nostra. Herr Anwalt, ich war nie in einer kriminellen Vereinigung, nie in der Cosa Nostra. Die Frage ist, ob Sie schon mal davon gehört haben. Entschuldigung, nein, habe ich nicht. Sie haben noch nie davon gehört. Sie kennen diese Organisation nicht. Nein. Sie wissen nichts darüber. Sie haben nur in den Zeitungen darüber gelesen. Ja, ich habe im Fernsehen davon gehört. Mein lieber Freund, Sie wollen wissen, wie Sie sich verhalten sollen. Aber wer bin ich denn, um das sagen zu können? Ich kann niemandem Befehle geben, im Gegenteil. Ich brauche jemanden, der sie mir gibt. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, ich an deiner Stelle würde dies und jenes tun. Aber die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Ich möchte dir sagen, dass ich immer bereit bin, dir zu helfen. Ich wünsche euch, dir und deinem Vater alles Gute und schicke euch meine besten Grüße. Die gegenseitige Hilfe, die ach so tolle Solidarität innerhalb der Organisation, das gibt es doch gar nicht. Tatsächlich regiert das Böse. Die echten Mafiosi sind immer äußerst bösartige Personen. Die alte Kultur der Mafia wurde von der neuen Mafia in den 80er und 90er Jahren unwiderruflich zerstört. Den Typ des Mafioso, der nicht tötet, weil Töten eine Sünde ist, den Mafioso, der keine Kinder anrührt, den gibt es nicht mehr. Ich bin jetzt allein. Ich hatte nur diesen Sohn. Sie haben ihn erdrosselt und in Säure aufgelöst. Und wenn diese Herren jetzt mich umbringen wollen, dann sollen sie doch kommen. So werde ich wenigstens bei meinem Sohn sein. Ich habe seit 1996 keinen Spaziergang mehr mit meiner Frau und meiner Tochter gemacht. Meine Hochzeitsreise war die einzige Ausnahme, die ich mir gegönnt habe. Allerdings war ich 4000 Kilometer weit weg. Und trotzdem haben sie mich zweimal angerufen, um mir zu sagen, dass sie mich umbringen müssten. Mein lieber Freund, wir müssen immer bedenken, dass sie uns mehr hassen als sonst jemanden. Und wenn wir aufhören, dann deshalb, weil es eine höhere Macht gibt, an die wir glauben. Sie halten alle den Blick gesenkt, weil sie allesamt völlig verdorben sind. Wir dürfen nie vergessen, dass sie uns dort, wo sie uns packen können, auch packen werden. Doch wir müssen uns so verhalten, dass sie immer im Unrecht sind und sie in ihren Fehlern bestärken und weitermachen lassen. Durch ihr Handeln bestrafen sie nur sich selbst, weil sie in allem übertreiben. Der Herr gebe uns die Kraft, niemals zu irren und immer Ruhe zu bewahren. Wir müssen sie durch ihre eigenen Fehler in Schwierigkeiten bringen.
Es ist ein Kampf. Die Mafia studiert die Kräfte, die gegen sie sind. Wir müssen sie beobachten, um zu verstehen, was sie beobachten. Es ist ein immerwährender Kreislauf. Du studierst sie regelrecht. Zuallererst beobachtest du eine Welt. Du studierst eine Rasse. Innerhalb dieser Rasse konzentrierst du dich auf eine Unterart. Darin untersuchst du die Anführer und dann den Chef. Du studierst die Regeln der Paarung und der Nahrungsbeschaffung. Du beobachtest Subjekte, die aber keine Tiere sind. Sie sind eine Mischung aus Tier und Mensch. Es ist der Mensch in seiner Wildheit und seinen heiligen Riten und mehr noch. Einige Gesuchte glauben, dass wir schon nachts von ihnen träumen, wie wir sie fangen würden. Es gab Männer in unserem Team, die in der Nacht, in der ein gesuchter Mafioso gefasst wurde, nicht dabei waren, aber aus dem Schlaf erwacht sind und im Büro angerufen haben, um zu erfahren, ob er verhaftet worden ist, weil sie gespürt hätten, dass er gerade geschnappt wird. Es gab einige, die bestimmte Allergien bekamen, die durch den Stress der Nachtschichten und der Nervenbelastung verursacht wurden. Deswegen müssen wir oft die Euphorie der Polizisten nach der Verhaftung rechtfertigen. Denn in dieser Jagd liegt ein großes Gefühl der Genugtuung. Aber zwischen dem Jäger und dem Gejagten entwickelt sich eine Beziehung. Es gibt eine Beziehung, die von Empathie geprägt ist. Es gibt kein genaues psychologisches Profil für den Typus des Gesuchten. Meist hat er sich eine führende Position in der Mafia erworben, dank seiner außergewöhnlichen Gewaltbereitschaft, dem übermäßigen Glauben, im Recht zu sein, seinem großen Hass auf den Staat und einer totalen moralischen Leere, die die Beziehungen zu seinen Mitmenschen bestimmt. Carissimo Papa. Lieber Papa, ich freue mich sehr, dass es dir gut geht. Ich war in diesem Fall ein bisschen ungehorsam. Gott möge dich behüten, trotz allem, was sie sagen und tun. Sei gegrüßt von deinem Sohn Angelo. Wie die Polizei soeben mitteilt, ist es ihr gelungen, Bernardo Provenzano, den legendären Boss der Cosa Nostra, zu verhaften. Er wird seit 40 Jahren gesucht und ist einer der letzten Paten. Entschuldigen Sie bitte, ich bekomme gerade eine weitere Agenturmeldung auf den Tisch. Es gibt neue Informationen. Scheinbar hat der Verhaftete bei seiner Vernehmung behauptet, er sei gar nicht Bernardo Provenzano. Ja, nun wird es mir tatsächlich bestätigt. Er ist es nicht. Es ist nicht Bernardo Provenzano, sondern jemand, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht. Es handelt sich offenbar um einen schwerwiegenden Fehler der Polizei. Wieder einmal befand sich Provenzano nicht dort, wo man ihn gesucht hat. Aber wie können Sie einen Mann suchen, von dem Sie nicht einmal wissen, wie er aussieht? Wir lassen sein Gesicht künstlich am Computer altern, um ein möglichst genaues Phantombild anfertigen zu können. Wir erneuern es laufend nach den Angaben der Kronzeugen. Ein Mann um die 60, unauffällig, goldumrandete Brille, kurze Haare. Wir untersuchen seinen Charakter, seine Psyche, wodurch er sich aufregen könnte, worüber er lachen könnte. So können wir simulieren, wie viele Falten er haben könnte und wo. Denn durch jeden Gemütszustand entstehen unterschiedliche Falten. Der Chef verliert niemals die Ruhe.
Sehen Sie, das sind die normalen Altersfalten. Jeder Wutausbruch hat andere Falten zur Folge, hier um die Augen herum. Auch wenn Don Bernardo auf dem Land oder draußen schläft, ist er immer gut rasiert. Durch jedes Lächeln entstehen Falten in der Wangengegend. Wie oft hat dieser meistgesuchte Mann wohl gelacht? Der unzählige Menschen hinrichten, Kinder in Säure auflösen und seine Freunde aus Kindertagen töten ließ. Dies ist das Phantom von Corleone mit 60 Jahren. Wenn Sie ihn vor uns finden, benachrichtigen Sie uns. Arrostato che legna! Come ho letto te, come ne vado per un male! Das neue Gesicht für Provenzano. Ein plastischer Eingriff für den Boss. Das Phantombild des Polizisten ist nicht mehr zu gebrauchen. Provenzano ist wieder einmal im Vorteil. Aber gibt es Provenzano wirklich? Im Januar 1992 glaubt man, dass er tot ist. Im darauffolgenden Frühling erhält der Anwalt Salvatore Traina aus Palermo ein Einschreiben. Absender Bernardo Provenzano, der ihn offiziell zu seinem Verteidiger bestellt. Das Phantom lebt noch. Guten Abend, Herr Anwalt. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits. Sie haben die größten Mafia-Bosse in der Geschichte der Cosa Nostra verteidigt, von Ligio bis Provenzano. Warum vertraut Provenzano Ihnen? Weil seine alte Mutter, die bereits verstorben ist, mich damit beauftragt hat, ihn zu verteidigen. Ich war zuerst sprachlos, doch dann habe ich mich in seinen Fall vertieft. Ich bin zu der Auffassung gelangt, dass der Prozess auch ihm gegenüber ungerecht war. Das heißt, Sie wollen sagen, dass nach den Prozessakten Provenzano nicht der Boss der Mafia ist, dass er für alle Verbrechen, die ihm zur Last gelegt werden, nicht verantwortlich ist, dass er vielleicht unschuldig ist. Provenzano wird kein einziger genauer Tatbestand vorgeworfen, nicht einmal der Diebstahl eines Huhns. Aber immer wieder wird behauptet, er gehöre vermeintlich zur Spitze der Cosa Nostra und habe deshalb an allen Verbrechen Anteil, die die Cosa Nostra begangen hat. Woher kommen diese Anschuldigungen? Durch die Aussagen der Kronzeugen. Das heißt, es gibt keinen stichhaltigen Beweis. Absolut nicht. Ich muss Ihnen gestehen, ich mache mir große Vorwürfe, weil ich mein Versprechen nicht gehalten habe, das ich der alten Mutter Provenzanos gegeben habe. Sie hat mir ihre gesamte Rente als Honorar für die Verteidigung ihres Sohnes angeboten. Ich habe ihr versprochen, dass ich seine Unschuld beweisen würde, sodass sie ihn vor ihrem Tod noch einmal umarmen könnte. Ein Versprechen, das ich nicht gehalten habe. Thank you.
Wir wissen, dass die von uns gesuchten Mafiosi an den Attentaten in Rom und Florenz Anfang der 90er Jahre und an der Ermordung eines Kindes beteiligt waren. Wirger, den wir schon verhaftet haben, hatte das Kind ein Jahr lang an einem Haken im Stall aufgehängt. Diese Mafiosi sind in die schwersten Verbrechen der letzten 10 Jahre verwickelt. Die Gesuchten haben eine Schlüsselfunktion innerhalb der Mafia, denn der Gesuchte wird zur Ikone dieser quasi-religiösen Organisation. Di questa struttura religiosa. Lui vive con questa, lui sa che dall'altra parte. Er lebt in dem Bewusstsein, dass er landesweit gesucht wird. Ich hoffe, er kommt bald, aber er hat die Polizei auf den Fersen. Wir sind keine Barbaren wie Sie, wenn Sie Ihre Opfer erlegen. Wir sind Polizisten. Wir halten uns an die Gesetze und studieren den Menschen, wobei wir oft auch seine Intelligenz bewundern. Wir leben sozusagen mit der Struktur der Mafia, bis wir ihre Art zu denken verinnerlicht haben. Dadurch verstehen wir das Denken und den Instinkt des gesuchten Mafioso, sodass nach einigen Jahren, das mag eigenartig erscheinen, eine fast übersinnliche Wahrnehmung des Gesuchten entsteht. Es entwickelt sich eine Art Jagd, bei der der Instinkt des Ermittlers an seine äußersten Grenzen stößt. Mafia-Boss Benedetto Spera ist heute Nacht in einem Landhaus bei Mezzo Juso festgenommen worden. Spera, die Nummer 4 der Cosa Nostra, ist ein enger Vertrauter von Bernardo Provenzano, der fliehen konnte. Offenbar hat sich Provenzano zusammen mit seinem Statthalter in dem Landhaus aufgehalten. Möglicherweise ist er gewarnt worden und konnte deshalb entkommen. Dennoch zieht sich der Kreis um Provenzano zu. Wenn er mich sucht, findet er mich nicht. Kauft mein Salz, mehr Salz, weiß, rein und verfeinert. Wenn er nicht verhaftet wird, dann liegt es daran, dass man ihn im Umfeld der Verbrecher sucht. Wahrscheinlich ist Provenzano gar kein Verbrecher. Ohne die beiden Persönlichkeiten miteinander vergleichen zu wollen, das Beispiel von Jesus Christus lehrt uns, dass für die Verhaftung einer Person eine andere bezahlen muss, die ihr nahesteht. Das Gesetz gibt dem Anwalt das Recht, sich mit seinem Mandanten zu treffen, auch wenn der gesucht wird. Natürlich erlaubt es das Gesetz einem Anwalt, sich mit einem Angeklagten zu treffen, auch wenn er gesucht wird. Sie bestreiten also nicht, dass es Treffen gegeben haben könnte? Nein, ich bestreite es nicht. Ich bestätige es aber auch nicht. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich darüber nicht sprechen will, denn das ist Teil meines Berufsgeheimnisses. Mein geliebter Mann, durch den Willen Jesu Christi habe ich deinen Brief erhalten und gelesen, dass es dir gut geht. So kann ich dir sagen, dass auch wir wohlauf sind. Gottes Wille kann man nicht ändern, doch der Herr möge uns die Kraft verleihen, um durchzuhalten. Ich schicke dir Socken, ich wollte dir noch 2 Paar dickere Socken schicken, aber ich finde sie nicht. Ich rate dir, sie von Hand in lauwarmem Wasser zu waschen. Meine große Liebe, ich umarme dich ganz fest, mein Liebster.
Mia sola vita. Ti abbraccio molto forte, amore mio. Ich danke dir für die Flaschen mit Tomatensauce und auch für die Orangen und Zitronen. Die Frau geht entweder oder sie bleibt. Sie ist eine treue Ehefrau und wird immer warten. Ich kann mich in dieser Hinsicht glücklich schätzen, denn ich habe einen Menschen, der meine Freuden, meine Sorgen und meinen Ärger mit mir teilt. Sie ist in Gedanken immer bei mir, etwa wenn sie einkauft. Aber sie trägt es auch mit, dass sie nicht ohne weiteres ins Kino oder zu einer Hochzeit gehen kann. Sie muss mit all dem zurechtkommen. Doch sie ist auch völlig von dem Menschen an ihrer Seite überzeugt. Du lebst also wie der Mafioso, den du suchst. Ich lebe noch schlechter. Der Gesuchte ist im Vorteil, denn er muss keine Regeln befolgen. Er muss nur der Verhaftung entgehen. Derjenige, der sucht, muss dagegen eine Menge Regeln einhalten. Die Situation des Ermittlers ist eine Mischung aus Macht und Verdammnis, denn sie bedeutet, zurückgewiesen zu werden. Die Dinge nicht wie alle anderen teilen zu können, nicht eine Familie wie alle anderen haben zu können. Meine Eltern werfen mir vor, ein Versager zu sein. Ich habe mit ihnen gebrochen. Stell dir vor, ich verhafte den Bürgermeister, den Sie seit 20 Jahren kennen. Ein Freund der Familie, der Weihnachten bei uns verbringt, der zu meiner Hochzeit kommt. Ich habe ihn verhaftet. Und die Ehemänner der Freundinnen meiner Mutter, mit denen sie Bridge spielt. Meine Mutter ist 60. Sie fragt mich, aber warum ausgerechnet du? Lass das die anderen machen. Il potere. Die Macht, die politische Macht, die ökonomische Macht, die Macht der Mafia. Ist es das wirklich alles wert? Für was? Daran denke ich, wenn ich an Provenzano denke. Die Geschichte Provenzanos ist schließlich eine Geschichte, die uns alle angeht. In dem Moment, in dem wir sündigen und auf dem Altar der Macht, des Ruhms und des Erfolgs unsere Menschlichkeit und die bessere Seite unseres Seins opfern. Provenzano war nie im Gefängnis, sondern lebt wie im Inneren einer Larve. Sein Gefängnis ist das Leben, das er gewählt hat, um Angst und Respekt bei den anderen zu erzeugen. Aber vielleicht hat Bernardo Provenzano als Mensch ja nie wirklich existiert. Ist dieser Mann ein Ungeheuer? Oder von welchen Werten wird er geleitet? Wie können in ihm eine gewisse Menschlichkeit, das Gute und das Böse nebeneinander existieren? Und wozu dienten 40 Jahre voller Verbrechen und Ängste? Nur dazu, um dann isoliert zu leben? Nicht neben der eigenen Frau schlafen und sonntags nicht mit den Kindern spielen zu können? Ein sizilianisches Sprichwort besagt, Befehlen ist besser als Ficken. Für einen wie Provenzano ist Befehlen alles. Professor Girolamo Loverso ist ein anerkannter Experte und hat sich intensiv mit der Psyche von Mafiosi befasst. Der Mafioso ist grundsätzlich ein Fundamentalist. Durch den Eintritt in die Cosa Nostra bekommt er den Status Ehrenmann und fühlt sich keinesfalls als Mörder. Provenzano fühlt sich als General einer Armee, die, auch wenn sie tötet, für das Gute kämpft, für die Familie der Cosa Nostra.
Antonino Giuffre, rechter Arm von Mafiaboss Bernardo Provenzano, ist am frühen Morgen verhaftet worden. Die Ermittler waren auch Provenzano auf der Spur. Doch durch einen unerklärlichen Zufall ist es ihm zum wiederholten Mal gelungen zu entkommen. Dennoch schließt sich der Kreis um Provenzano immer enger. In der Hütte wurden neue Briefe gefunden. Weitere Personen, die auspacken, die aus dem Kreis um Provenzano verhaftet werden. Doch er bleibt an der Macht, ist allein und unantastbar, ein Phantom. Sowohl sein alter Pate Luciano Ligio, als auch Rina, sein Freund und Kompagnon, sowie seine engsten Gefährten Sperda und Giuffre sind alle unter mysteriösen Umständen verhaftet worden. Sie haben Provenzano jahrelang verfolgt. Was empfinden Sie, wenn Sie daran denken, dass Sie ihn nie geschnappt haben? Ist die Polizei machtlos? Nein, dies ist keine persönliche Herausforderung. Hier handelt es sich um ein Spiel, das man nur als Team gewinnt. Es ist ein Mannschaftsspiel, das ein Spiel mit der Mannschaft auf Seiten des Staates sein muss. Wenn es ein Spiel mit einer Mannschaft für die Sache des Staates gibt, dann kann es gewonnen werden. Und das war es bisher nicht? Es gab den Einsatz von unzähligen Anwälten und Polizisten. Aber bei diesen Ermittlungen im Fall Provenzano gab es viele merkwürdige Vorkommnisse. In der Tat wurden alle Ermittler, die in den letzten 40 Jahren nach Provenzano gefahndet haben, von ihren Aufgaben entbunden. Der General Mario Iannelli zum Beispiel ordnete eine Untersuchung aller Apotheken an, in denen Bernardo Provenzano die Medikamente hätte kaufen können, die er brauchte. Kurz nach Beginn der Untersuchungen wurde der General nach Turin abberufen. Der Hauptmann Ultimo, der Spezialeinheit der Carabinieri, der Todorina verhaftet hat, war bereits auf der Spur von Bernardo Provenzano. Doch dann wurden die Ermittlungen eingestellt und der Hauptmann wurde zu einer anderen Einheit versetzt. Es ist eine Geschichte voller merkwürdiger Vorfälle und Morde. Wie der Mord an Ilardo. Ein Mafioso, der sich zur Zusammenarbeit entschlossen hatte und uns auf die Fährte Provenzanos brachte. Doch er wurde ermordet, kurz bevor er uns zu Provenzano geführt hätte. Wer hat Provenzano verraten, dass uns Ilardo auf seine Spur gebracht hatte? Mafiaboss Ilardo arbeitete im Geheimen mit dem Carabinieri-Hauptmann Michele Riccio zusammen, um Provenzano zu verhaften. Wer war Ilardo? Ilardo war Provenzanos Stellvertreter im östlichen Sizilien. Er war ihm unmittelbar unterstellt und gab seine Botschaften und Anweisungen weiter. Er entschied sich, mit uns zusammenzuarbeiten, und mit seinen zuverlässigen Informationen war es uns ungefähr ein Jahr lang möglich, viele untergetauchte Mitglieder der höchsten Ebene der Organisation festzunehmen. Darunter Oberhäupter einzelner Provinzen und gefährliche Bosse. Im Verlauf dieser Ermittlungen ergab sich für uns die Möglichkeit, direkt an Provenzano heranzukommen. Um Provenzano festzunehmen, willigt Ilardo ein, ihn in eine Falle zu locken. Er schlägt ihm ein Treffen vor. Doch in Wirklichkeit handelt es sich um einen Hinterhalt, denn der Hauptmann und seine Männer werden, hinter den Bäumen versteckt, auch dort sein. Aber Provenzanos Antwort lässt auf sich warten. 6 Monate später schließlich. Am Morgen des 29. Oktober rief mich Ilardo an. Unser Gespräch war sehr kurz. Er sagte mir, wir sind hier. Die Carabinieri fotografieren zwei Männer, die aus einem Auto aussteigen. Einer von ihnen ist Ilardo. Luigi Ilardo trägt eine blaue Jacke, während Vaccaro ein kariertes Hemd trägt und eine Plastiktüte in der Hand hält. Als sie nämlich dort angelangt waren, traf Ilardo Vaccaro und ging mit ihm zusammen zum Treffen mit Provenzano. Genau.
Die Carabinieri machen weiter Fotos. Nachdem sie miteinander geredet haben, verschwinden Ilardo und Vaccaro, um Provenzano zu treffen. Hätten sie eingreifen können? Natürlich. Die Aktion wird beendet. Ohne eine Verhaftung kehren die Carabinieri in die Kaserne zurück. Warum haben sie zu diesem Zeitpunkt nicht eingegriffen? Wir hatten keinen Befehl. Wir haben nicht eingegriffen, weil wir keine Ermächtigung dazu hatten. Von wem? Dafür war stets mein Vorgesetzter zuständig. Wir verfügten auch nicht über genügend Leute, um die Operation auf optimale Weise durchzuführen. Wäre ich für die Operation zuständig gewesen, hätten wir eingegriffen. So eine Gelegenheit hätte ich mir nicht entgehen lassen. Was denken Sie darüber? Meiner Meinung nach wollte man ihn nicht festnehmen. Man wollte nicht? Genau. Wer wollte ihn nicht festnehmen? Diejenigen, die ihn festnehmen sollten. Also wir. Ihr? Ja, meine Vorgesetzten. Meiner Ansicht nach wollte niemand Provenzano festnehmen, sei es aus Unfähigkeit, sei es aus anderen Gründen. Wirklich? Ihre Vorgesetzten? Ich glaube, dass Provenzano noch eine wichtige Rolle zu spielen hatte. Welche Rolle spielt Provenzano? Ilardo weiß Bescheid und teilt es dem Hauptmann mit. Doch kurze Zeit später wird er ermordet. Hat Ilardo Sie darüber informiert? Er hat mich über die neuesten Kontakte zwischen der Cosa Nostra und der neuen Politik informiert. Er hat mich auch darüber informiert, welche Politiker für die Morde an Falcone und Borsellino verantwortlich waren. Auf wen bezogen sich Ilardos Aussagen? Hat er Namen genannt? Ilardo hat die Freimaurer erwähnt, Gruppierungen, Geheimdienste sowie einige einflussreiche Politiker von früher, die, wie manche Gruppen der italienischen Politik, mit einer Macht sind und Beziehungen zur Cosa Nostra aufbauen. Nach dem Tod Ilardos ist Hauptmann Riccio die einzige Person, die im Besitz der brisanten Informationen des Kronzeugen über die Verbindungen zwischen Provenzano und der italienischen Regierung ist. Glauben Sie, Ihr Leben ist in Gefahr? Ganz und gar nicht. Ich glaube nicht, dass mein Leben in Gefahr ist. Aber Sie kennen doch Ilardos gesamte Aussagen. Aber ja? Ich kenne Ilardos Aussagen. Ich habe sie der Justiz übergeben. Ich kenne alle Namen. Ich denke, es gibt tausend verschiedene Arten, einen Menschen umzubringen, nicht wahr? Was will er damit sagen? Dass sie ihn zum Schweigen gebracht haben, ohne ihn zu töten? Wir wissen nur, dass kurz nach Ilardos Ermordung der Hauptmann vom FBI für seine Ermittlungen gegen den Drogenhandel zwischen Italien und den Vereinigten Staaten ausgezeichnet wurde. Für die gleichen Ermittlungen wurde Riccio in Italien wegen Drogenhandels angeklagt. Sehr eigenartig. Für mich ist es, wenn wir hierher kommen, nur wenige Meter von dem Ort entfernt, wo sich Provenzano aufhielt, ein äußerst bitterer Moment, an den ich mich nur sehr ungern erinnere. Denn er ist ein Zeichen meines Scheiterns. Hätte ich mich an jenem Tag nicht an die Vorschriften gehalten, die wir immer befolgen sollen, vielleicht hätte ich meine Pflicht erfüllen und mich nicht an die Regeln halten sollen. Non rispettando le regole. In der griechischen Tragödie gibt es nichts Schöneres als den besiegten Helden. Wie Hektor, der von einem Konkurrenten mit unfairen Mitteln besiegt wurde. Die Menschen lieben es, wenn sie Zeuge der Niederlage des Helden werden. Denn der besiegte Held opfert sich. Und danach können die Bösen sagen: Er hat verloren, wie dumm von ihm. Das, was er gesagt hat, war nicht wahr, und selbst wenn es die Wahrheit gewesen wäre, so hat er am Ende doch aufgegeben. Auf diese Art versucht die Mafia seit einigen Jahren, mit mir umzugehen. Da wurde mir mit Versetzung gedroht. Da ereignen sich eigenartige Dinge. Im Büro fehlen dir plötzlich die Mittel, um deine Arbeit zu machen. Und man wird sich bewusst, dass etwas nicht stimmt. Mehr will ich dazu nicht sagen. Se tante volte per un soffio
Wenn seine Festnahme so oft um Haaresbreite gescheitert ist, nach monatelangen Opfern und Ermittlungen unter schwierigsten Bedingungen, dann ist es offensichtlich, dass er von jemandem beschützt wird. Ein schützendes Netz von eher unverdächtigen Personen, das sie um sich herum aufgebaut haben. Skandalöse Neuigkeiten von der Staatsanwaltschaft. Mehrere eingeschleuste Maulwürfe versorgten die Mafia mit Informationen über geheime Untersuchungen. Ein Mitglied der Antimafia-Einheit der Carabinieri wurde festgenommen. Ihm wird Zusammenarbeit mit der Mafia vorgeworfen. Weiter wird gegen 8 Personen ermittelt, darunter ein Polizeichef, ein verdeckter Ermittler, eine Polizistin und 5 bisher unbescholtene Bürger. Die Nachricht von Maulwürfen innerhalb der Staatsanwaltschaft hat die Justiz erschüttert. Der leitende Staatsanwalt Guido Loforte lehnt jede Stellungnahme ab. Wir haben stets gesagt, dass die Cosa Nostra noch lange nicht am Ende ist und dass weiterhin enge Kontakte zwischen dem Staat und der Cosa Nostra bestehen. Wir warten auf die Ergebnisse der Untersuchung. Du hast mir erzählt, du würdest über gute politische Kontakte auf hoher Ebene verfügen. Du willst meine Meinung darüber hören. Ohne zu wissen, worum es sich genau handelt, kann ich dir keine Antwort geben. Du musst mir unbedingt die Namen und die Funktionen der Personen nennen. Heute kann man niemandem mehr trauen. Es kann sich um Betrüger, eingeschleuste Polizisten oder ganz einfach nur um Anfänger handeln. Aber wenn man den Weg nicht kennt, auf den man gehen will, dann kann man ihn auch nicht gehen. Daher kann ich dir auch nichts dazu sagen. Es stellt sich die Frage, warum ist Provenzano in all diesen Jahren nicht schon längst gefasst worden? Vielleicht ist das eine Sache, die über unsere Ermittlungen hinausgeht. Eine Geschichte, die nicht allein von einem einzelnen geldgierigen Verbrecher handelt, von dem wir gerne glauben, dass er ganz anders ist als wir, verantwortlich für das Böse, das wir ausschließlich auf ihn projizieren und das mit uns nichts zu tun hat. Bildlich gesehen befindet sich Provenzano mitten unter uns. Denn sein Leben verlief in all diesen Jahren nicht im Kreise von Leuten wie ihm, sondern inmitten von Leuten wie uns. So ist es nicht übertrieben zu behaupten, dass Provenzano nicht nur das Ungeheuer, sondern auch ein Teil dieser Gesellschaft ist. Vielleicht ist es auch eine viel komplexere Geschichte, deren Ursprünge in der Nachkriegszeit liegen. Eine Geschichte, die sich durch die Geschichte unserer Insel und die Italiens hindurchzieht. Das macht die Sache noch viel komplexer und schwieriger. Die Untersuchungen ergeben, dass Provenzano Schutz genießt, und zwar von Personen, die über jeden Verdacht erhaben sind. Neue, wichtige Kronzeugen wie Nino Giuffre, der einstige rechte Arm Provenzanos, liefern noch überraschendere Informationen. Herr Staatsanwalt, zum ersten Mal hatte Provenzano seine Karten aufgedeckt und uns genaue Anweisungen zum Handeln gegeben. Nachdem uns Provenzano diese Anweisungen und Garantien gegeben hatte, stellten wir Kontakte zwischen der Cosa Nostra und der Forza Italia her, der Partei Berlusconis. Aber auch Cancemi, Totorinas Fahrer, liefert unglaubliche Informationen. Riina sagte mir Folgendes. Das Schicksal dieser Politiker, Berlusconis und seines Gehilfen Dell'Utri, liegt in meinen Händen. Das bedeutet, dass sie von jemandem abhängig sind, nicht wahr? Es liegt in meinen Händen. Diese Worte erklären alles. Warum wird Provenzano beschützt? Wieso lässt es der italienische Staat zu, dass die Mafia weiterhin besteht? Vielleicht deswegen, weil die Mafia seit Ende des Zweiten Weltkriegs den italienischen Regierungsparteien so oft geholfen hat? Vielleicht deswegen, weil die Mafia Millionen Wählerstimmen in Sizilien kontrolliert, die sie bei jeder Wahl stets treu anbietet?
Vielleicht deswegen, weil die Mafia auf Anweisungen der Regierungsparteien alle unbequem gewordenen Personen umgebracht hat? Hat die Mafia im Gegenzug vielleicht Straffreiheit für ihre Anführer erhalten? Sowie die Kontrolle über alle Finanzgeschäfte in Sizilien? Wer wird in der Lage sein, diesen perfekten Teufelskreis zu durchbrechen? Und wie wird er das anstellen? Tapfere Männer wie Giuseppe Linares, Hauptmann Riccio oder Staatsanwalt Falcone. Falcone hat einmal etwas Wunderbares gesagt. Die Cosa Nostra ist von Menschenhand gemacht und wird enden. Sie wird aufhören, weil sich der Mensch weiterentwickelt und die Cosa Nostra als Ausdruck der dunklen Seite des Menschen enden muss. Die Mafia ist nicht unbesiegbar. Sie ist von Menschenhand geschaffen und wie alle Dinge, die der Mensch geschaffen hat, hat sie einen Anfang und auch einmal ein Ende. Man sollte sich eher darüber im Klaren sein, dass es sich um eine äußerst ernstzunehmende Sache handelt. Sie kann nicht durch das mutige Engagement wehrloser Bürger, sondern nur durch den Einsatz der effizientesten Kräfte des Staates besiegt werden. Das hat Falcone vor 10 Jahren gesagt. Seitdem hat sich immer noch nichts geändert. Hier ist eine Schlacht im Gange. Hier sagen die Mafiosi, wann geht denn Linares endlich? Hätte er denn nicht schon längst verschwunden sein sollen? In einem Verhör sagte ein Mafioso, Linares sollte versetzt werden und er wird auch versetzt. Ich habe keine Angst vor der Mafia und vor den Bossen Virga, Messina Denaro und Provenzano. Auch nicht vor denen, die über die Möglichkeiten verfügen, gewisse Dinge zu verhindern. Glaubst du an den Erfolg deiner Arbeit und siehst du Fortschritte? Ich mache Fortschritte und glaube weiterhin daran. Die Cosa Nostra sollte sich darüber im Klaren sein, dass wir stark, intelligent und nicht isoliert sind. Wir werden nicht verlieren. Wir sind nicht allein, wir sind Teil eines Systems. Es handelt sich nicht um einzelne Ermittler, es handelt sich um Ermittlergruppen. Es ist der Staat selbst. Ich sage immer zu meinen Männern, zeigt den Mafiosi, wie strahlend rein unsere Seele ist. Wie viele Menschen müssen noch sterben, bevor der italienische Staat seinen Pakt mit der Mafia beendet? Wie viele Menschen müssen noch sterben, bevor die Herrschaft der Schatten zu Ende geht?